Herzlich willkommen bei den Brettspieltestern. Wir sind nach wie vor auf der Spiel 2019 hier in Essen am Stand von Würmgold und schauen uns jetzt ein Spiel an, das heißt Drachensachen, und du bist der Autor, Rocky. Genau, ich bin der Autor. Das ist tatsächlich meine erste Messeneuheit und ich würde euch die jetzt hier gerne einmal kurz erklären, damit ihr wisst, worum es geht. Also Drachensachen ist ein Spiel für 2 bis 6 Personen, ist ab 10 Jahren empfohlen und ist mit 30 bis 60 Minuten Spieldauer über mehrere Partien ist man da dabei. Okay, dann schauen wir uns einfach mal an, worum es bei dem Spiel geht. Ja, sehr gerne. In dem Kartenablegespiel geht es erstmal darum, dass uns vom Thema her der Drache Kinn, also das Verlagsmaskottchen, das ist der Drache Kinn, der hat das Problem, dass er von fiesen kleinen Monsterchen geplagt wird, die ihm seinen Drachenhort ausräumen wollen. Das heißt, sein hart gesammeltes Gold, was unten auf den Karten zu sehen ist, das wird von den Monsterchen gemobst, wenn wir nicht aufpassen und diese Monsterchen in diesem Kartenlegespiel loswerden. Und darum geht es vom Prinzip her auch. Wir haben halt eine Auslage von 5 Handkarten sowie 3 verdeckten Karten, auf die jeweils eine offene Karte draufkommt. Und das müssen wir im Spielverlauf loswerden. Und wer das als erster geschafft hat, bestraft seine Mitspieler mit Minuspunkten. Wie funktioniert das also? Grundsätzlich müssen wir einen Kartenwert ausspielen. Fangen wir mal hier an. Liegt jetzt hier eine 8? Muss ich mit dieser 8 beispielsweise jetzt gleichziehen oder den Kartenwert erhöhen? Ich kann dabei mehrere Karten ablegen. Also ich muss mich jetzt nicht nur an einer Karte orientieren, weil da eine Karte liegt. So, das heißt, wenn wir diese 8 gleichziehen wollen oder überbieten, könnte ich das in dem Fall jetzt mit einer 9 tun. Dann hätte ich in dem Fall mein Ausspiel erfolgreich absolviert. Ich könnte auch mehrere 9 legen. Das heißt, ich kann immer bis zu 4 Karten der gleichen Sorte ausspielen. Und so werde ich meine Karten auch relativ schnell los. In dem Spiel ist es aber so, wenn du den Stapel nicht mehr überbieten kannst, die 9 ist aktuell die höchste Karte im Spiel, das heißt, da wird schon schwer drüber zu kommen, kann man das irgendwann nicht mehr, muss man den gesamten Stapel in der Mitte nehmen. Das kann bisweilen relativ viel werden, dann hat man die Kralle, wie ich immer so schön sage, mal wieder relativ voll und dann ist man auch gar nicht mehr dran, das heißt, man hat erstmal die Downtime zu nutzen, um seine Karten zu sortieren. Dann die anderen Spieler dürfen dann erstmal das geleerte Board dafür nutzen, um erstmal eine kleine Karte von sich auszuspielen. Also, das heißt, wir versuchen möglichst lange ausspielen zu können und möglichst unsere Karten loszuwerden. Habe ich keine Handkarten mehr, kann ich meine offenen Karten ausspielen. Habe ich keine Handkarten und keine offenen Karten mehr, kann ich meine verdeckten Karten ausspielen. Bei den offenen sieht meine Mitspieler noch, was ich legen kann. Das heißt, da kann man mir eine kleine Falle legen. Jetzt kann ich aktuell keine 8 überbieten. Das heißt, prompt bin ich wieder in dem Stapel drin und habe ich wieder Handkarten. Also muss ich erstmal wieder diese loswerden. Also man muss so ein bisschen gucken, dass man hier in der günstigen Situation seine Karten gut los wird. Habe ich keine offenen Karten mehr und keine Handkarten mehr, dann spiele ich dann meine verdeckten Karten aus. Und da weiß ich überhaupt nicht, was ich für einen Zahlenwert habe und den spiele ich quasi blind auf den Stapel, in der Hoffnung, dass ich eine Karte regelkonform gespielt habe. Mit einer 2 auf einer 9 ist das natürlich nicht der Fall, also hätte ich in dem Fall den Stapel schon wieder nehmen müssen. Die Karte, die ich aber ausgespielt habe, die kommt mit auf die Hand, das heißt, ich habe trotzdem Gewinn gemacht, weil ich eine weniger habe, die hier unten liegt. Und so reduziert sich das immer weiter, bis irgendjemand alle seine Handkarten seine Karten im letzten Aufgebot, wie man das hier nennt, losgeworden ist und dann ist das Spiel vorbei und derjenige, der noch Karten vor sich liegen hat, bekommt dafür die Quittung in Minuspunkten. Und dann gibt es hier noch so ein paar Sonderkarten. Genau. Na, hier gibt es ja zum Beispiel noch die Drachen oder du hattest da, glaube ich, auch schon gerade die 3, glaube ich, irgendwo mit dabei. Genau. So, also es gibt auf jeden Fall Drachenkarten. Drachenkarten sind, wie das Spiel Drachensachen heißt, müssen ja auch Drachen drin sein. Das sind quasi Jokerkarten. Eigentlich kann man die immer legen, gibt in jedem Spiel immer hier so eine kleine Ausnahme. Kommen wir gleich zu, wo man die nicht drauflegen kann. Aber in der Regel kann man sich merken, die Drachen kann ich eigentlich überall drauf spielen. Was können die? Der reduziert den Stapel wieder auf 0. Das heißt, liegt da relativ hohe Werte drauf, 8 und Co., kann ich damit den Stapel wieder ganz locker flockig auf 0 reduzieren und damit geht das Spiel weiter. Da baut sich dann natürlich auch so ein kleiner Stapel auf. Und dann kann für den Nächsten, der dazugreifen muss, es auch schon mal hässlich werden. Dann haben wir den Schilddrachen Protektor. Der schützt mich vor einer Situation, die mir blüht. Das heißt, muss ich eine hohe Karte überbieten, die ich nicht kann. Beispielsweise liegt hier eine 9. Und ich kann die nicht überbieten, kann ich die Situation einfach an den nächsten Spieler weiterschieben. Da muss der jetzt plötzlich mit der Karte, die da drunter liegt, arbeiten. Und gegebenenfalls darf er dann den Stapel nehmen, wenn ich es gut gemacht habe. Und dann haben wir die beste Karte im Spiel, wie ich finde, das ist der Extermino-Drache. Der vernichtet den gesamten Stapel. Das heißt, alles kommt aus dem Spiel und ich bin nochmal dran. So, das sind diese Drachensonderkarten. Die darf man nicht auf diese 6 legen.
Die 6 ist die Ausnahme, bei der Drachen an sich verboten sind. Das heißt, die einzige Ausnahme, wie ich jemanden, der sich locker flockig so eine Drachenkarte als letzte Karte aufheben will, weil ich sage, die kann ich immer ausspielen, prompt liegt eine 6, hat dann Stapel wieder auf der Hand. Also es gibt für jede Karte, die man sich aufheben möchte, zum Schluss immer noch eine kleine Falle, sodass sich niemand wirklich sicher sein kann in dem Spiel. Dann haben wir die 5, die ist Aussetzen. Das haben wir aus Mau Mau so ein bisschen geklaut. Man muss sich ja nicht immer alles neu ausdenken. Wenn ich den nächsten Spieler aussetzen lasse, kann ich das auch noch erhöhen, wenn ich mehrere Karten davon auslege. Ich kann ja immer mehrere Karten ausspielen. Wenn ich jetzt in der Partie zu dritt 2 davon lege, bin ich sofort wieder dran, weil die anderen beiden Spieler aussetzen müssen. Und dann haben wir noch die 4, auch aus Mau Mau so ein bisschen abgeluchst. Und zwar ist es 2 Karten ziehen. Das kann auch wieder verstärkt werden. Lege ich mehrere 4 gleichzeitig, muss der nächste Spieler auch gleich wieder mehrere Karten ziehen. Muss ich eigentlich gerade Karten ziehen und legt auch eine 4 drauf, kann ich mich auch davor schützen, Karten zu ziehen. Also den Effekt haben wir ja auch eingebaut. Und dann haben wir noch die 3. Das ist Unterbieten. Normalerweise muss ich immer gleich setzen oder überbieten. Bei der 3 darf ich nur noch unterbieten. Das heißt, da sind die kleinen Karten plötzlich gefragt. Oder eben die Drachenkarten, die ich halt auch da drauf legen kann. So, und vom Prinzip her sind das alle unsere Sonderkarten, die es in dem Spiel gibt. In dem Spiel liegt auch eine Mini-Erweiterung dabei, sodass man den Spielspaß auch über längere Partien hinziehen kann. So gibt es für den Sieger der Partie immer einen Fluch, der halt die Kartenauslage immer mal wieder ändert für den Spieler, sodass er eine andere Startbedingung hat. Oder wir haben für fortgeschrittene Runden auch Bonuseffekte, sodass Karten, die noch keine Sondereffekte hatten, in diesem Spielverlauf Bonuseffekte haben, sodass dieses Spiel auch für viele Spieler und Leute, die daran Spaß gefunden haben, auch über längere Zeit attraktiv bleibt. So ändert sich jede Spielrunde immer ein bisschen. Das ist Drachensachen. Ich kann schon mal sagen, wir haben vorhin schon mal eine Runde gespielt und es war wirklich flott gespielt und man hat doch schnell wieder die Hand voll gehabt. Man dachte, man ist fertig und die Hand war wieder voll. Ja, so kann das manchmal gehen. Und man kann sich hier nie sicher sein. Der nächste Stapel kommt bestimmt. Und ich habe gesehen, auf der Verpackung steht ja auch noch drauf, Carsten Lauber als Autor. Genau. Ist das ein gemeinsames Werk von euch beiden? Genau, das haben wir zusammen, haben wir das Spiel entwickelt. Mhm. Und Carsten Lauber hat mit Crystal Palace in diesen Tagen sehr viel zu tun. Deswegen werde ich mich hauptsächlich um das Spiel hier kümmern. Aber Carsten Lauber werdet ihr auch hier antreffen am Stand. Alles klar. Gut, dann sagen wir an dich erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das Spiel zu erklären. Ja, sehr gerne. Wünschen dir ganz viel Erfolg auf der Messe. Ja, das will ich doch hoffen. Und an euch sagen wir vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.